Hallo zusammen. Ich begrüße euch hier herzlich zum Bits und Bäume Abendprogramm zur ersten Session, dem CDR Slam. Mein Name ist Bartosch, meine Pronomen sind er, seins und ich freue mich wirklich drauf, hier diesen Slam auch in Präsenz durchführen zu können. Der letzte Slam war leider nur online, deswegen umso schöner, dass ich euch jetzt hier auch alle sehen kann. Schön, dass ihr da seid. Ihr wisst aber, glaube ich, noch nicht ganz, worauf ich euch hier eingelassen habe, denn ich lege damit los, dass ich euch jetzt einmal darum bitte, einmal kurz aufzustehen. Kommt, los, bitte, einmal alle aufstehen. Sehr schön, sehr, sehr gut. Das klappt schon mal super, prima. Das heißt, ich bin jetzt gerade euer persönlicher Fitness-Tracker, eure Smartwatch, die euch jetzt bitte einmal aufzustehen. Hervorragend. Und jetzt bitte ich all die Personen, die den Begriff CDR, also Corporate Digital Responsibility, heute hier auf der Bits und Bäume das allererste Mal gehört haben, sich wieder hinzusetzen. Alle, die den Begriff vorher schon mal gehört haben, dürfen noch ein bisschen stehen bleiben. Okay, okay. Bleibt bitte noch weiter stehen. Super. Und wer von euch jetzt auch wirklich etwas mit dem Begriff anfangen kann, bleibt weiter stehen. Alle, die den Begriff zwar vorher schon mal gehört haben, aber so richtig nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt, können sich auch wieder hinsetzen. Boah, da gehen wieder ein paar runter. Okay. Ich nehme euch mal außen vor. Ja, ich glaube, das ist hier eine Sonderrolle. 1, 2, 3, 4. Auch ihr habt eine Sonderrolle. Okay, 4 Leute. Danke, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Also letztendlich, 2 Slammer sind ausgefallen. Ne? Also wenn einer von euch 4 noch möchte, könntet ihr gerne... Nee, ja? Kein Problem. Kommt euch gern. Also ehrlich gesagt, ich dachte schon, dass es ein paar mehr Menschen wären, die den Begriff kennen oder wirklich wissen, was sie dahinter verbirgt. Aber so richtig wundert es mich eigentlich nicht. Also wir sind bei Wiser als CDR-Beraterinnen in verschiedenen Unternehmen und Organisationen unterwegs und dann stellen wir auch eigentlich immer wieder fest, wir sind in einer ordentlichen Bubble. Durchakademisiert und dazu auch noch hat die Bubble so richtig dicke Wände. Ja, also auch jetzt steht wieder ein mittelalter weißer Mann vor euch, erzählt euch irgendwas. Also wir werden nicht so wirklich aus unserer Bubble herausgetragen oder wir kommen da halt selbst nicht so richtig raus. Und wenn wir wirklich ernsthaft über Verantwortung reden wollen oder auch besser über Verantwortung reden möchten, vor allem digitale Unternehmensverantwortung, müssen wir aus der Bubble heraus. Ja, das ist so das, was wir tun müssen, damit CDR auch populärer, diverser wird. Und das ist auch wichtig, denn euch muss ich das natürlich nicht erzählen, aber die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, der digitalen Geschäftsmodelle, der Services und Co., die einfach mal so auf den Markt kommen und auch mal einen negativen ökologischen oder sozialen Effekt haben, das ist halt irgendetwas, womit wir zu tun haben. Und wir haben leider das Problem, dass zum Beispiel Regulierung, Gesetze da ganz, ganz oft einfach mal viel zu spät greifen. Ja, das heißt, bis irgendetwas wirklich reguliert wurde, können einfach mal Monate oder teilweise Jahre vergehen. Ja, und deswegen ist der Begriff oder überhaupt das ganze Konzept Corporate Digital Responsibility, freiwillige Unternehmensverantwortung in der Gestaltung der Digitalisierung sehr, sehr relevant. Wir müssen diverser werden. Wie schaffen wir das mit der ganzen Community, mit dem Begriff, mit den allen, indem wir anfangen, auch in anderen Kanälen, in anderen Netzwerken darüber zu kommunizieren. Ja, zum Beispiel auf so eine Veranstaltung wie heute. Und wir müssen anfangen, auch einfacher darüber zu reden. Das darf nicht so ein absolutes Fachwort sein. Ja, das heißt, es muss ein bisschen klarer, verständlicher werden oder einfach mal komplett anders darüber zu kommunizieren. Zum Beispiel mal tanzen oder mal ein Gedicht vortragen. Ja, oder mal slammen. Und genau das haben wir halt hier heute vor mit euch. Und wir haben hier 3 Slammerinnen, die gleich alles geben werden, um einen bestimmten Aspekt der digitalen Unternehmensverantwortung, der denen an Herzen liegt, hier auch an euch zu tragen. Darum geht es. Und insgesamt gibt es 3 Teile an dieser Session. Das heißt, in der allerersten Teil dieser Session werden wir in einem kleinen Podiumsgespräch mit 2 Personen den Begriff einmal ein bisschen auseinandernehmen, so ganz leicht mal schauen, was sich dahinter verbirgt, was so die Entwicklung auch in den letzten Monaten und Jahren dahinter war. Dann kommen wir zum Herzstück dieser Session, den Slams. Wie gesagt, da werden die 3 Slammerinnen in 5 Minuten kurz und knapp versuchen, euch kreativ davon zu überzeugen, was das Wichtigste bei CD eigentlich ist. Und dann kommt der 3. Part. Auf der Bits und Bäume geht es viel um Kooperation. Das ist absolut wichtig. Wir haben auch ganz, ganz viel Energiegemeinschaften, Open Data Communities und viel darüber gehört. Und auch wir sind der Meinung, dass wir all die ganzen Herausforderungen eigentlich nur in Kooperation lösen können.
Aber heute, im dritten Teil der Session, geht es auch um Wettkampf. Ja, das heißt, ihr seid dann gefragt, liebes Publikum, denn ihr entscheidet am Ende über ein Online-Voting, wer denn wirklich hier den besten Slam hingelegt hat und den tollen Pokal aus Holz natürlich dann mit nach Hause nehmen darf. Ja, darum geht das heute. Und ja, es ist auch eine kleine Kunstveranstaltung, kann man sagen. Ja, es sind auch Künstlerinnen oder zumindest so Kunst-Sessions, die dann halt auch auf der Bühne präsentiert werden. Und ja, was brauchen Künstler, Künstlerinnen? Ruf mir mal was zu. Was fehlt denn? Was brauchen die immer? Publikum, super. Genau, was noch? Was brauchen Künstlerinnen? Kreativität, was habt ihr noch gehört? Applaus, super, sehr gut. Ja, eigentlich auch Anerkennung, Freiheit, Sicherheit, Geld, aber damit ist auch schon mal ganz viel getan. Und vor allem Applaus. Das ist sehr, sehr wichtig heute. Ja, da bitte ich euch nämlich jetzt gleich schon als Warm-up, schon beim Podiumsgespräch, wenn ich die beiden Personen hier gleich aufs Podium bitte, schon einmal richtig kräftig zu klatschen. Ja, kriegt ihr das hin? Jo, ja. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an, oder? Ja, dann fangen wir jetzt an, indem ich die erste Person aufs Podium hole, und zwar Susanna Wolf. Komm nach vorne. Ja, da geht noch ein bisschen was, oder? Nimm schon gerne Platz. Ich fand's schon nicht schlecht. Guten Tag. Aber jetzt noch einmal eine Schippe drauf, ja? Christian Thiel. Ist okay, oder? Was sagst du, Christian? Du hast noch gar kein Mikro. Passt, ist in Ordnung. Ich mach's dir an. Bitteschön. Dankeschön. Nimm gern Platz. Dankeschön. Wir starten mit dem ersten Part. CDA. Also Susanna, du bist ja von Dativ und du bist dort verantwortlich für Strategie und Zertifizierung und treibst dort CDA voran. Das ist somit deine größte oder eine der großen Aufgaben, denen du nachgehst. CDA ist auch, wie schon anfangs gesagt, ein freiwilliges Konzept. Also es ist freiwillig. Und jetzt war wirklich mal ganz, ganz salopp gefragt, warum CDA? Warum tut ihr euch das an? Also ich glaube, als IT-Unternehmen tut man sich eher was an, wenn man sich nicht mit digitaler Verantwortung auseinandersetzt. Ja, wie meine ich das? Also wir bei Dativ, wir sind eine Genossenschaft. Und unsere Mitglieder sind zu einem beträchtlichen Teil auch Steuerberaterinnen und Steuerberater. Und da ist unser Job und unser Ziel, dass sie sehr gut arbeiten können mit unseren Produkten und dass wir sie halt auch sehr gut unterstützen mit den Dienstleistungen, die wir anbieten. Und jeder, der seine eigene Lohnabrechnung kennt, der weiß, was da so draufsteht, sind ziemlich sensible Daten. Beispielsweise Religionszugehörigkeit steht da drauf, Geschlecht steht da drauf, Geburtsdatum. Also Daten, die insbesondere in der Zusammenstellung sehr sensibel sind. Und da spielt einfach Vertrauen eine wahnsinnig große Rolle. Das heißt einerseits Vertrauen eben zwischen den Steuerberatern und ihrer Mandantschaft, aber eben auch zwischen den Steuerberaterinnen und Steuerberatern und uns als Genossenschaft für den Berufsstand. Und das heißt, wenn Vertrauen das Buzzword ist bei der Verarbeitung von Daten in einem IT-Unternehmen, bei den Produkten, bei der Software, dann ist natürlich digitale Verantwortung nicht weit. Und deshalb treiben wir das und wollen innovativ sein und wertorientiert. Daran arbeiten wir jeden Tag. Okay, jetzt kann ich mir zumindest schon mal ein bisschen besseres Bild davon machen, warum man überhaupt CDI im Unternehmen vorantreibt. Kommen wir mal ein bisschen noch stärker in das was eigentlich alles dann dazu gehört. Christian, also du bist ja auch bei der ZDB, also bei Zentrum Digitalisierung Bayern tätig und dort treibst du die Themenplattform Verbraucherbelange in der Digitalisierung voran. Und auch Bayern Innovativ hat CDA als einen wirklich sehr besonderen Stellenwert, wie man sehen kann. Es wird nämlich gleich von 3 Themenplattformen insgesamt betrieben und dahinter stecken auch 3 Ministerien, die das mit vorantreiben. Also wie kann das eigentlich sein, dass CDA bei euch von so einem breiten Umfeld her gebackupt wird? Naja, weil wir insgesamt die Digitalisierung beobachten und vorantreiben. Und wie Susanna gesagt hat, Digitalisierung ohne Vertrauen wird nicht funktionieren.
Und ja, bei uns ist dann das Wirtschafts- und das Verbraucherschutz und das Arbeitsministerium mit dabei und haben gesagt, gut, ihr macht alle diese drei Themen und treibt die. Weil wenn wir es nicht schaffen, das Thema Vertrauen reinzubringen bei der Digitalisierung, dann kann es insgesamt nicht weitergehen. Das bleibt eben nicht bei der Datenethik stehen, sondern geht auch weiter zum Beispiel nach zur Mitarbeiterweiterbildung. Okay, dann wissen wir jetzt so ein bisschen mehr, so was alles dann dazugehört. Schon mal ein paar Begriffe, die da gefallen sind, Datenethik, Mitarbeitenden, Weiterentwicklung und Co. Springen wir mal einfach mal in so ein paar Highlights der letzten Monate bis 20 Jahre hinein. Zum Beispiel in den CDI Award. Denn der CDI Award wurde im letzten Jahr erstmalig vergeben von Bayern Innovativ und vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft e.V. Und im CDA-Diskurs insgesamt setzen ja Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft dann ja auch darauf, wie eingangs schon gesagt, dass es ein freiwilliges Konzept gibt zur Übernahme digitaler Verantwortung. Und diese Zusammenarbeit vor allem dann zwischen Politik, Unternehmen, Zivilgesellschaft, ja, die ist auch in diesem CDA-Award wiederzufinden. Und ihr habt ja bei Bayern Innovativ genau das ja mit BVDW zusammen vorangetrieben. Christian, warum ist genau dieser kooperative Ansatz dabei so wichtig? Also CDA, digitale Verantwortung zu treiben, das ist eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe. Das kann ich nicht bloß in der Wirtschaft machen. Ich kann sogar in der Wirtschaft nicht bloß über die Strategieabteilung machen. Ich muss auch in den einzelnen Unternehmen alle Abteilungen mitnehmen. Und drum ist es essentiell, dass man das gemeinsam angeht. Und gemeinsam hieß in unserem Fall ist sogar, dass wir in der Politik noch drei Ministerien dazu bringen mussten, zusammen mitzuspielen. Die fanden vielleicht das Thema Verantwortung alle individuell ganz interessant, aber zwei Ministerien dazu zu bringen, was zusammen zu machen, ist eine große Herausforderung. Und wir haben es jetzt mal mit dreien gemacht und die sind alle drei zusammengekommen, genau bei dem Thema, wie kann ich im Digitalen Verantwortung vorantreiben, wie kann ich dafür sorgen, dass das breiter verankert ist, wie kann ich dafür sorgen, dass Unternehmen auch etwas machen, was nicht gesetzlich gefordert ist, sondern einfach, weil es sich im Digitalen so gehört und ich meine Daten zum Beispiel nicht einsperre, sondern freilasse, obwohl nirgends in einer DSGVO oder sonst wo steht, dass ich das so machen muss. Okay. Aber warum jetzt so ein Award? Also beim CDA-Slam verstehe ich das, ne? Da geht es ja sehr viel um Ruhm, tollen Pokal und so weiter. Aber warum ein CDA-Award für Unternehmen? Was waren da die Ziele? Da ist eigentlich das Ziel, den Begriff CDA bekannter zu machen. Jetzt CDA, Corporate Digital Responsibility, digitale Verantwortung. Eigentlich ist es ein Thema, das jetzt, wie vorhin gesehen, noch... Wir müssen fair sein. Wir haben vorhin nach CDA gefragt. Wir haben nicht gefragt, wer denn digitale Verantwortung gut fände. Ich glaube, dann wären nämlich viele, viele Leute mehr dagestanden. Bei den Unternehmen ist es aber dieses Konzept noch nicht durchgehend angekommen, dass man sich digital verantwortlich verhält. Also haben wir gesagt, wir wollen den Begriff Corporate Digital Responsibility, so ähnlich wie CSR, einfach positionieren, damit mehr darauf aufmerksam machen, ui, da könnten wir etwas tun. Und wir haben dann auch gesagt, wir wollen nicht die Unternehmen prämieren, die schon super was können, die sich komplett verantwortlich aufgestellt haben, sondern die in einem Bereich was ganz, ganz richtig toll gemacht haben. Die irgendwo eine Abteilung genommen haben, einen Prozess und gesagt haben, gut, den stellen wir mal so richtig verantwortlich auf. Da schauen wir, dass wir Open Source benutzen, dass wir die Daten freigeben, dass die Leute selber einstellen können, was sie teilen wollen. Und diese Best Practices, die wollten wir dann auch zeigen, damit andere Unternehmen dann anfangen können und sagen, okay, das können wir genauso machen. Das waren so die Ziele vom CDR Award. Mhm, super. Wir haben ja gesehen, dass es ja so viele unterschiedliche Facetten gibt und ich höre dann die Best Practices raus. Das heißt, Unternehmen haben jetzt immer weniger Ausreden, dann auch zu sagen, was ist das überhaupt, wo fange ich eigentlich an? Kann man das überhaupt angehen? Ich glaube, ihr hattet über 60, glaube ich, auf der Shortlist-Einreichung gab es noch viel mehr. Das heißt, man kann eigentlich jetzt schon sehen, was alles zu CDA gehört. Die Grundlage der ganzen Preiskategorien, die dort vergeben wurden, war dann das
CDR, also ein bestimmtes Framework, und zwar die CDR Building Blocks, die auch vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft halt mitentwickelt wurden. Also ein praxisorientiertes Framework, also auch viele Wirtschaftsakteure, die das Framework dann mitentwickelt haben. Und das soll ja insgesamt dann auch Wirtschaft, Politik, aber auch Wissenschaft dann dabei unterstützen, CDR umzusetzen, zu verstehen und so weiter. Das war so ein bisschen das Thema, wie denn auch bewertet wurde, was für eine Einreichung reinkam. Und zusätzlich wurde noch, glaube ich, drauf geschaut, wie weit ist das Projekt denn für Zielgruppen relevant, also zum Beispiel für Verbraucherinnen, für Mitarbeitende und Co. Und wie kann denn das Projekt auch in der Gesamtstrategie verankert werden? Das heißt, ist es nicht nur irgendwie ein kleiner Satellit, der so nebenbei mitgemacht wird, sondern ist er wirklich Teil eines Unternehmens? Darauf wurde geschaut. Susanna, du hast ja das ganze Bewerbungsverfahren durchgemacht, durchlebt und auch erfolgreich. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Wie war das denn für dich, diese Kriterien dann auch auf DATEV einen konkreten Fall anzusetzen? Also bei den Building Blocks würde ich jetzt einfach mal zwei rausgreifen und erklären, was das für uns bedeutet, wenn wir eben zu digitaler Verantwortung zusammenarbeiten und die gemeinsam auch gestalten. Einer von den Building Blocks ist beispielsweise Kommunikation, und da geht es eben darum, dass Digitalthemen oft sehr, sehr komplex sind. Ich meine, es geht um Datenverarbeitung, um verschiedene Datenflüsse, und dass man dort eben auch zielgruppengerecht arbeitet. Und das heißt, dass wir eben geschaut haben, dass wir über Hierarchieebenen hinweg bei uns intern dazu sprechen, und dann auch auf jeden Fall zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Es ist was völlig anderes, wenn ich mit einer Entwicklerin, mit einem Entwickler darüber spreche, was digitale Verantwortung bedeutet, als wenn ich mit DatenanalystInnen darüber spreche, als wenn ich mit DatenschützerInnen darüber spreche oder Leute, die IT-Security machen. Es ist immer völlig anders. Das heißt also bei Kommunikation, auch wenn ich jetzt nur intern bleibe, hole ich unterschiedliche Leute ganz unterschiedlich ab, wenn ich eben zu wertorientierter Technologie spreche und eben zu digitaler Verantwortung dabei. Und dann könnt ihr euch ja wahrscheinlich auch vorstellen, wenn ich mit dem Thema jetzt extern gehe und da halt schaue, wir sind da alle meine Stakeholder, ja, von den Mitgliedern der Genossenschaft über KundInnen, über die Mandantschaft dann nochmal in zweiter Linie bis hin zur Gesellschaft. Also wird es immer komplexer mit den Zielgruppen, und das heißt, es ist eine große und auch sehr schöne Aufgabe, hier das einfach anzugehen und Kommunikation zu betreiben im Rahmen digitaler Verantwortung und viele verschiedene Perspektiven auf das Thema zu hören und auch Kritik zu hören, darauf einzugehen, um gemeinsam einfach besser zu werden. Und zweiter Building Block, den ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist verantwortungsvolle Innovation. Und da könnt ihr euch ja wahrscheinlich auch vorstellen, ganz als IT-Unternehmen, das ist wichtig, dass man guckt, wenn man einfach neue Produkte, Dienstleistungen, Services entwickelt, dass man halt guckt, okay, wo ist denn da unsere Verantwortung als Gestalter auch, ja? Und deshalb ist genau dieser Building Block, findet sich eigentlich bei uns fast eins zu eins wieder. Also wir sprechen da eben auch von vertrauenswürdiger Innovation und Innovation wertorientiert treiben, und dass wir da eben auch dann ganz genau schauen über verschiedene Prozessschritte, wie kriegen wir die Werte in die Technologie, und genau da sprechen wir ja später nochmal zu. Mhm, super. Das heißt, ich höre so ein bisschen daraus, dass bereits quasi der Einreichprozess dich dann auch auf die Ideen gebracht hat, wen alles im Unternehmen hinzugezogen werden könnte, mit wem man noch weiter in Kontakt gehen kann. Es waren jetzt auch erneut wieder sehr, sehr viele Punkte. War das dann auch so ein Jahresprojekt, um dann beim Award auch mitzumachen, oder was schätzt du den Aufwand? Ging das auch ein bisschen schneller? Also das Ding ist, Werte ist ja nichts, was man dann auf einmal überlegt, so, oh, wo sind denn die eigentlich? Sondern ganz als Unternehmen hast du ja auch Unternehmenswerte, ja. Also ich meine, man spricht auch so ganz grundsätzlich von der Kaufmannsehre, wenn wir jetzt so weit in der Zeit zurückgehen wollen. Aber also ich würde mal behaupten, dass fast jedes Unternehmen, das mit Leidenschaft gegründet worden ist, auch auf eine Wertebasis hat. Und das heißt, du schaust halt mal back to the roots oder vielleicht auch einfach so ein bisschen ins Framework, in dein Verhaltenskodex, also Code of Conduct heißt das ja, und guckst, was ist denn da drin und was sind denn die Unternehmenswerte. Und bei uns, bei DATEV,
Wir haben eben Werte, die gewachsen sind mit der Genossenschaft. Die sind vertrauenswürdig, leistungsstark, partnerschaftlich und führend. Und das sind natürlich große Worte, die man dann übertragen muss auf verschiedene Szenarien, ja. Weil ansonsten muss man sich ja auch überlegen, okay, was passiert denn, wenn dieser Wert zur Darstellung kommt? Und das ist das dann eigentlich, was wir gemacht haben. Also wir haben halt geguckt, okay, was haben wir denn für Use Cases, was haben wir für Szenarien von Datenverarbeitung und was bedeuten unsere Unternehmenswerte dazu? Deswegen würde ich eigentlich tatsächlich sagen, das kannst du nicht datieren, sondern also, dass es Werte gibt, die DATEV bewegen, die gibt es, seit es DATEV gibt im Grunde, ja. Und was wir jetzt aber gemacht haben, war das nochmal mehr zu reflektieren, mehr zu fokussieren und stärker auf die Datenverarbeitung nochmal rückzubinden. Vielleicht auch ein Sonderfall, ein so wertorientiertes Unternehmen, kann vielleicht bei einem anderen Unternehmen dann etwas holpriger oder schwieriger werden, dann so eine Einreichung. Gehen wir noch tiefer in die Praxis über. Eigentlich sollte Karin Rübner hier auch noch bei uns sitzen. Damals beim Bundesverband Digitale Wirtschaft hat sie 4 Jahre lang auch das Thema CDR vorangetrieben, beziehungsweise Digital Responsibility, ist jetzt zu IT-Dienstleister Dicronium gewechselt und musste leider kurzfristig absagen. Wir haben aber ein kleines Statement von ihr mitgebracht. Das heißt, wir werden jetzt ein ganz kurzes, 2-minütiges Video abspielen und machen dann gleich in dem Dialog auch weiter. Wenn es um große Transformationsprojekte im Unternehmen geht, sei es Digitalisierung an sich, Nachhaltigkeit im Rahmen der Digitalisierung, ist man oft ein bisschen verloren, wenn man gar nicht weiß, wo soll ich anfangen, welche Personen im Unternehmen sollen eingebunden werden, weil es fehlen eben Anhaltspunkte. Und gerade beim Thema digitale Verantwortung, wo es so viele unterschiedliche Aspekte und Facetten gibt, wenn sei es von ethischer, verantwortungsvoller Innovation über Vielfalt bis hin zu klassischeren Umwelt- und Ressourcenfragen und noch viele mehr, die ich jetzt nicht erwähne, ist eben die Frage, wo fange ich überhaupt an? Und ich würde gerne mit euch einfach 4 Aspekte teilen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind, um so einen Transformationsprozess im Unternehmen eben anzugehen. Der erste ist, man braucht ein Commitment aus dem Top-Management, um ein Thema, was eben on top ist, was eine extra Mühe ist, priorisieren zu können, um Zeit zu bekommen, um auch finanzielle Ressourcen dazu zu bekommen. Der zweite Punkt ist, man braucht ein Framework, ein Rahmen, der eine gewisse Transparenz auch intern und extern gibt, um zu sagen, das sind Themen, die wir erkannt haben, die wichtig sind, um verantwortungsvoll den Digitalisierungsprozess anzugehen. Und hier fangen wir an, mit diesen Themen werden wir weitermachen und hier kann man noch so mitmachen. Also diese Transparenz einfach in der Kommunikation, dieser internen Kommunikation, auch den Mut zu haben, diese Transparenz anzugehen. Der dritte Punkt ist natürlich eine gewisse Bewegung im Unternehmen zu haben, um die Expertise der unterschiedlichen Abteilungen einzuholen, weil das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen. Bei diesem Transformationsprozess geht es darum, dass alle im Unternehmen eingebunden sind und Teil dieses Change-Prozess werden. Also eine Bewegung zu entwickeln, in der eben diese Expertise reinfließt. Und der vierte Punkt, der vielleicht etwas im Nachgang kommt, aber der genauso wichtig ist, ist der Austausch in der Branche oder auch außerhalb der Branche mit unterschiedlichen Unternehmen, mit Organisationen, mit Personen, um eben rauszukommen aus dieser eigenen Perspektive des eigenen Unternehmens und schauen, wie man im Ökosystem handeln kann, um eben diese verantwortungsvolle Digitalisierung und dieses verantwortungsvolle Wirtschaften anzugehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Diskussion und bei der restlichen Veranstaltung. Danke, Karin. Schicken wir dir, falls du im Stream schaust, schöne Grüße. Und jetzt sind wir ja schon mal sehr tief in der Praxis. Karin hat uns 4 Schritte beschrieben, wie das aussehen kann, um CDR zu verankern. Susanna, noch einmal zu dir und zu DATEV, denn ihr habt mit DATEV den CDR Award letztes Jahr auch gewonnen. Findest du hier ein paar Schritte auch wieder oder womit habt ihr denn eigentlich diesen Pokal geholt? Also es gibt ja verschiedene Kategorien von dem Award und DATEV hat ihn ja bekommen als Erstplatzierte in der Kategorie CDR und Mitarbeitende. Also das heißt im Grunde, wie wir eben digitale Verantwortung gemeinsam gestalten.
Und also grundsätzlich, um jetzt eben auf deine Frage nochmal einzugehen, habe ich da was wiedergefunden, was Karin gesagt hat. Karin hat ja gemeint, ja, das Framework ist auch wichtig. Und das heißt, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, einfach mal zu gucken in den eigenen Code of Conduct, in den eigenen Verhaltenskodex und da halt zu gucken, okay, wie kann ich das denn verankern? Ja, weil digitale Verantwortung ist jetzt schon ein spezielles Thema. Also ich habe ja grundsätzlich schon mal die Corporate Responsibility als spezielles Thema und jetzt gehe ich ja noch mal eins tiefer. Ja? Und das heißt also, diese Verankerung war schon sehr wichtig und deswegen, wie du vorhin schon gemeint hast, ja, ihr habt da ja bestimmt auch über verschiedene Bereiche hinweg gearbeitet, also genau das haben wir gemacht. Und das heißt, wir haben halt erstmal die Kollegen gefragt, zum Beispiel von uns vom AI Office, also das heißt die Kolleginnen und Kollegen, die sich eben mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, dann die Leute, die im Personalbereich bei uns arbeiten, die Leute, die Unternehmenskommunikation machen, die im Datenschutz arbeiten und die die klassischen Nachhaltigkeitsthemen machen und saßen dann alle an einem Tisch und haben halt geguckt, okay, wie machen wir das jetzt wohl und wie verankern wir das? Und es ist uns eben gelungen, im Rahmen von unserem Framework dann eine sogenannte Directive, heißt es, zu verfassen. Die heißt auch Directive Datenethik. Was ist das? Das ist im Grunde ein Orientierungsrahmen für uns als Mitarbeitende, wo wir uns eben auf unsere Unternehmenswerte bei der Datenverarbeitung committen. Ja, und also das hat den Vorstand eben auch überzeugt. Also das heißt, es ist bei uns jetzt offiziell verabschiedet. Und das heißt, wir meinen das auch ernst. Also wenn wir zusammenarbeiten, zum Beispiel zum Wert leistungsstark, hatte ich ja schon gesagt, das bedeutet für die Datenverarbeitung Innovation wertorientiert treiben und das bedeutet zum Beispiel auf schnelle Feedbackschleifen zu setzen, also dann eben zu sagen, okay, es gibt ein neues Produkt, es gibt Stakeholder, die es besonders betrifft. Und dann schaue ich eben, wie komme ich mit denen gut ins Gespräch, wie kann ich gut deren Feedback aufnehmen und wie kann ich das aber auch nochmal zurückspielen, ja, also dass eben dann die Mitglieder wissen, ah ja, okay, hier habe ich angemerkt, diese und jene Funktionalität ist mir wichtig oder hier verstehe ich etwas nicht und dass dann einfach klar ist, gut, das ist mit meinem Feedback passiert, also daran arbeiten wir zum Beispiel ganz stark und das können wir dann eben rückbinden in diese Directive und sagen, ja, das ist bei uns offiziell so und wir wollen das jetzt Step by Step umsetzen und da noch mehr wirklich in die Umsetzung einfach gehen und Praxis draus machen, weil das wird auch jeder wissen, der schon mal an einer Petition gearbeitet hat und so weiter, also vom Papier hin wirklich zum Doing, das sind schon nochmal Schritte und da ist es eben gut, an einzelnen Szenarien anzufangen und ja, dann Step by Step einfach immer besser zu werden und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Step by Step, würdest du jetzt auch ein, zwei Schritte vielleicht anderen IT-Unternehmen empfehlen können, wie man das voranbringen kann? Mhm. Also du meinst wirklich die Umsetzung jetzt dezidiert? Ja, also im Grunde, dass man Use-Case-basiert auch arbeitet. Ja, also was meine ich damit? Ganz so im Grunde, wir haben sehr viele Feedback- und Dialogveranstaltungen, wo wir eben mit den Mitgliedern sprechen und auch mit den Mitarbeitenden. Und zum Beispiel ein Szenario ist einfach mal so die Frage, hypothetisch, wie wäre das denn? Was gibt es denn für Möglichkeiten, im Service auch Chatbots einzusetzen? Ja, also was wären da für gute Szenarien und was wären Szenarien, wo wir sagen, nein, das ist aber sehr herausfordernd oder eignet sich vielleicht nicht. Und da kann ich dann zum Beispiel sagen, hey, so ein Chatbot, der große Vorteil von dem ist ja, der ist eigentlich immer erreichbar, ja. Also der ersetzt nicht einen Menschen und ersetzt niemals einen menschlichen Ansprechpartner und einen menschlichen Austausch. Also das will ich nicht sagen. Aber Technologie kann ja auch Vorteile haben, wenn man sie einsetzt in den richtigen Szenarien. Wenn ich dann sehe, hey, so ganz organisatorische Anfragen zum Beispiel, wenn ich ein Update installiere, wie viel Speicher Platz braucht das? Also ich will nur diese Information wissen. Die kann ich doch eben auch einem Bot fragen und dann habe ich gleich die Antwort, unabhängig von Geschäftszeiten. Das kann sehr praktisch sein.
Dann gibt es aber auch Anfragen, da eignet sich das nicht. Zum Beispiel, wenn ich wissen will, ob ein bestimmtes Produkt, ja, ein neues Produkt, ist es gut für meine Kanzlei. Da möchte ich gerne mit einem menschlichen Ansprechpartner dazu sprechen und für und wieder abwägen. Das ist nicht einfach nur eine organisatorische Information. Und ja, was sehen wir da draus? Da sehen wir eigentlich im Grunde, dass die Ergänzung einfach wichtig ist von Mensch und Technologie und dann aber auch zu sagen, okay, ich frage verschiedene Leute, um da einfach die Chancen und Herausforderungen abzuwägen. Und ich glaube, das ist das, was dir einfach nur dieses Use-Case-basierte Arbeiten bringt. Also weil dir das wirklich konkretere Erkenntnisse und auch einen konkreteren Rahmen bringt, in dem man dann spricht. Als wenn man nur abstrakt einen Wert in den Raum wirft. Das ist dann meistens ein bisschen schwierig, weil man dann halt nicht weiß, okay, wo finde ich den denn jetzt wieder? Danke für den Einblick. Christian, ihr habt ja auch jetzt nicht nur den Award in den letzten 5 Jahren mit Bayernnovativ hervorgebracht, sondern habt ihr auch schon andere Themen platziert und auch gefördert rund um CDA. Magst du uns noch ein, zwei nennen, was bei euch? Ja, wir waren jetzt so eher in der Praxis. Wir haben uns dann noch einen kleineren Teil rausgesucht. Zum Beispiel haben wir uns gefragt, was passiert denn, wenn ein Unternehmen beschließt, wir wollen jetzt beim Datenschutz richtig gut werden. Wir wollen Privacy richtig in den Core reinmachen. Dann kommt der Chef zur IT-Abteilung und sagt, ja, wir machen das mit dem Datenschutz jetzt richtig gut. Ja, ihr fangt jetzt da mal an. Und die IT-Abteilung, die hat dann in der Regel eine Reaktion, nämlich, ja, aber wie? Und ja. Und da man die armen Leute nicht allein lassen darf, ich bin auch Informatiker, haben wir uns ein Konzept rausgesucht, das heißt Privacy by Design und Privacy Patterns. Das sind praktisch Ingenieurskochrezepte, wenn ich weiß, ich arbeite mit geobasierten Daten, was kann ich denn dann machen, um die zu anonymisieren? Da gibt es Privacy Patterns, die gab es bisher bloß auf Englisch. Wir haben die in der Literatur zusammensammeln lassen, auf Deutsch übersetzen lassen. Und die ist es auf der Webseite privacybydesign.digital, sind die alle gesammelt. Das ist mal eine Riesenerleichterung für die IT-Abteilung. Die können da nämlich einfach reingucken. Und praktischerweise können sie es auch umgekehrt machen. Wenn man als Entwickler mal auf die Webseite stößt und da findet man auch insgesamt aufgelistet, was ist denn dieses Konzept, warum bringt mir das was? Zum Beispiel, es werden weniger Cyberattacken durchgeführt auf mich oder erfolgreich, weil ich einfach mir die Sachen angeschaut habe und weiß, welche Daten wo liegen. Dann kann ich auch von unten anfangen und sagen, du Chef, ich habe da ein paar Ideen, das geht schon fast Richtung digitale Verantwortung dann, können wir uns mal so aufstellen. Das heißt, das war jetzt aus der wirklich technischen Richtung gedacht. Und das Zweite war, wenn ich als Unternehmen meine darstellen will, was ich denn mit den Daten so mache, dann habe ich meine 20- oder 30-seitige Datenschutzerklärung und jeder, der vorbeikommt, der sagt dann, aha. Und ich habe die Leute verloren. Das heißt, ich kann nicht mal gescheit darüber reden, weil ich muss das Ganze, was ich richtig gut mache mit den Daten, in der Datenschutzerklärung verstecken. Also haben wir ein Tool gebaut, das nennt sich Data Process Modeler. Das ist praktisch nur ein Tool, um hübsche Bildchen zu malen. Kann ich auf meiner Webseite Pfeile drauf haben, die sagen, die Daten werden erhoben, das machen wir damit und zu diesen Zwecke. Dann kann ich nämlich nachschauen, will ich überhaupt, dass dieser Zweck verfolgt wird? Ach, okay, die aggregieren die für mich und schicken sie mir dann zu, na gut, dann muss ich sie ihnen vielleicht geben. Oder sie wollen mich genauer kennenlernen, ja, will ich aber nicht, dann kann ich da an der Stelle dann auch widersprechen. Das heißt, das ist ein Kommunikationsinstrument, was auch sehr wichtig ist bei CDA, weil viele Unternehmen bleiben damit erstmal intern und sagen, wir verbessern uns selber, aber wir trauen uns noch gar nicht so richtig nach außen zu gehen. Das ist nämlich schwierig zu kommunizieren. Mit dem Data Process Modeler wäre es dann ein bisschen einfacher. Die Privacy Patterns und der Data Process Modeler, das sind alles so punktuelle Sachen, die das ein bisschen einfacher machen. Aber das übergreifende Framework, wie kann ich das in der Firma verankern, wie bringe ich es weiter, wie kann ich mit allen Stakeholdern reden, das wäre dann eben CDR. Okay. Ich bin schon mal weitergegangen. Die eingangs erwähnte Bubble sehen wir hinter uns. Christian, bleiben wir noch einmal kurz bei dir. Was meinst du als letzter Satz, bevor dann Susanna gleich auch noch ihre Gedanken dazu sagt? Wie kommen wir aus der Bubble heraus in der CDR-Community? Also die Community ist ja immer noch
sehr eng. Ich glaube, der erste Schritt wäre schon mal, dass man mehr Unternehmen dazu nimmt, die sich überlegen, okay, wie können wir uns in dem neuen Digitalbereich auch verantwortlich aufstellen? Dass man den an der Stelle auf jeden Fall schon mal größer und diverser macht. Susanne, was meinst du? Also ich denke ganz grundsätzlich natürlich immer stark im Gespräch bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen, die ohnehin Corporate Responsibility machen, weil man da halt sehr viele Synergien findet, weil einfach Digitalisierung allumfassender das ist und uns alle betrifft. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel zu Diversity einfach die Brücke schlage, dann gucke ich mir halt auch an Chancengerechtigkeit bei digitaler Bildung, ja, weil wenn ich nicht nachvollziehen kann, was Datenverarbeitung grundsätzlich bedeutet, dann kann ich mich dazu auch gar nicht verhalten und bin nicht informiert. Also hier zum Beispiel eine Brücke bauen oder einfach miteinander sprechen, eben genauso zu den Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den ökologischen Themen auch auseinandersetzen. Also ich meine, es gibt hier ja auch zahlreiche Vorträge, Sessions zu nachhaltigen Rechenzentren oder wie man sie einfach energieeffizienter gestalten kann. Genauso das Gleiche betrifft ja auch die Software und da einfach wirklich die Disziplinen zusammenarbeiten lassen, nicht nur auf digitale Verantwortung abstellen, sondern wirklich die Corporate Responsibility als Ganzes sehen, mit den anderen Fachbereichen sprechen, die auch außerhalb von der Corporate Responsibility sind, was ich gerade eben gesagt habe, also mit den DatenanalystInnen, genauso wie mit den EntwicklerInnen und so weiter, da wirklich auch die Nähe suchen, mit den Stakeholdern extern im Dialog stehen. Bei uns sind es die Mitglieder, die KundInnen und dann aber auch schauen, wen habe ich denn zum Beispiel so als Softwarepartner bei mir dabei und wie halten die es mit ihren Werten. Also man sieht, man kann die Kreise immer größer ziehen und dann eben auch gucken, okay, und wo ist denn meine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wenn ich jetzt eben auch gucke auf Digitalpolitik, ja. Also da sind wir in der Demokratie alle mit im Spiel und das ist auch gut so. Schönes Abschlusswort, Susanne, Christian. Vielen, vielen Dank. Ihr bekommt, wenn wir jetzt die Bühne frei machen für die CDAs, dann noch einen kräftigen Applaus. Wir machen kurz ein bisschen Platz auf der Bühne, es geht sofort weiter, nicht wundern. So, ja, prima. Das war doch ein tolles Intro. Ich bin mir sicher, dass jetzt mehr Leute stehen bleiben würden und genauer wissen, was sich hinter CDA verbirgt. Zumindest so ein bisschen besseres Verständnis wurde dadurch aufgebaut. Aber vorhin ging es um Informationen, jetzt geht es um Wettkampf. Also wir starten jetzt eine neue Ära, einen komplett neuen Teil hier in dieser Session, denn es geht jetzt um etwas. Es geht nämlich um diesen tollen Holzpokal, den ich schon mal erwähnt habe. Und Slams sind ja dafür da, dass man spannende Ideen in einer sehr kurzen Zeit sehr kreativ, sehr informativ, unterhaltsam auf den Punkt zusammenfasst. Wir nehmen die Zeit auch wirklich ernst. Ja, das heißt, die Slammerinnen haben gleich 5 Minuten Zeit, euch von dem Thema zu überzeugen, was ihrer Meinung nach der wichtigste Aspekt von CDA ist. Diese 5 Minuten, die muss hier gleich noch eine Person aus dem Publikum sehr gut festhalten und schauen, dass die auch nicht überschritten werden. Also gut, dass wir jetzt hier auch an einer Uni sind, weil dann haben vielleicht Personen auch irgendwas mit der Zeit zu tun, vielleicht Physikstudium oder Philosophie. Wer hat hier irgendwas beruflich oder privat? Wer kennt sich gut mit der Zeit aus? Oder hat viel Zeit oder viel zu wenig Zeit? Ich schaue mal hier in die ersten Reihen. Ganz vorsichtig. Dein Akku ist leer, dann hast du sehr viel Zeit. Okay, das heißt, du bräuchtest aber nur ein alternatives Zeiterfassungsgerät. Okay, gut. Gibt es jemanden? Oh, da hat jemand Zeit und du hast auch einen Zeiterfassungsapparat? Ein Zeiterfassungsapparat. Okay. Prima, das ist doch super. Sehr schön. Prima, sagst du uns deinen Namen? Melanie. Okay, Melanie, du nimmst dann gleich für die Slammerinnen die Zeit und ich würde dich gleich bitten, dann 5 Minuten insgesamt zu timern, aber nach 4 Minuten
machst du dich schon mal ein bisschen bemerkbar. Ja, das heißt, dass die Slammerinnen dann auch wissen, dass sie noch eine Minute haben. Und wenn die 5 Minuten komplett um sind, dann steht sie frei. Ja, irgendwas werfen, schreien oder dir fällt bestimmt was ein. Ah, prima, wir haben sogar 1-Minuten-Timer. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Prima, Melanie wird dann gleich die Zeit nehmen. Und das mit diesem Applaus vorhin, das war jetzt schon mal... Ja, denkt euch selbst, was ich jetzt sagen würde. Also ich glaube, das mit dem Applaus, das könnt ihr besser. Ja, das Applaus vorhin hatte sich so ein bisschen mehr nach so einem kleinen Bonsai im Bäumchen angehört. Ja, also ich glaube, da geht noch wirklich deutlich mehr. Und das üben wir jetzt noch einmal. Ja, das heißt, ich möchte jetzt einen noch größeren, noch stärkeren Applaus von euch haben. Und denkt jetzt bitte einfach mal, dass ihr den Applaus zum Beispiel den Förderern der Bits und Bäume widmet. Kommt. Los. Ja. Ja. Ah, okay. Gut, ich glaube, von diesen Bonsai-Bäumchen sind wir jetzt schon auf, ich weiß nicht, was es ist, aber ein bisschen gewachsen, das ist schon mal okay, aber ich glaube, da geht noch eins mehr. Komm, ihr holt jetzt wirklich nochmal alles kräftig raus, und zwar indem ihr einen Applaus an all die Engel der Bits und Bäume gebt, die uns freiwillig unterstützen. Kommt. Ist in Ordnung. Ich glaube, wir sind bei so einer Tanne angekommen, würde ich mal so schätzen. Vielleicht so eine gute Nordmann-Tanne ist okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt gleich Steffen auf die Bühne bitte, und zwar unseren ersten Slammer, Steffen Waurig, dann möchte ich, dass ihr ihm gleich nochmal so richtig ordentlichen Applaus gebt und nochmal eins drauflegt und ihr dann wirklich beim Mammutbaum angekommen sind, okay? Also merkt euch das gleich, haut gleich nochmal wirklich alles raus, denn gleich kommt Steffen Waurig auf die Bühne. Steffen ist nämlich hier jetzt auf der Pole Position. Er hat sich das dadurch ergattert, dass er beim letzten Slam gewonnen hat. Ja, no pressure, aber so ist es nun einfach mal. Und er ist ausgebildeter Bankkaufmann, ist auch Volkswirt und war lange Gründungs- und Technologieberater. Momentan ist er Referent für digitalen Verbraucherschutz beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und seine Schwerpunkte sind Cybersicherheit, CDR, ökologische Nachhaltigkeit. Und um Cybersicherheit geht es auch heute in seinem Slam mit dem Titel IT-Sicherheit, nichts für schwache Nerven. Mammutbaum, komm! Ich habe extra den langen Weg gewählt. Vielen Dank. Melanie? Hallo zusammen. Mögt ihr Horrorfilme? Zum Beispiel Scream? Kennt ihr doch noch, oder? Ein klassischer Teenie-Horrorfilm. Ein Killer, jede Menge Verdächtige und Opfer, die Tendenz haben, immer nach oben zu flüchten. Sehr merkwürdig. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, woher der Killer eigentlich immer genau weiß, wo die Opfer sind? Ich habe es tatsächlich erst verstanden, seitdem ich mich mit IT-Sicherheit und Verbraucherschutz beschäftige. Das waren dann wohl Sicherheitslücken. Die Daten der Opfer waren im Klartext gespeichert und wurden vom Killer abgegriffen. Na super. Ja, und was heißt das zur Konsequenz? Sicherheitslücken sind lebensbedrohlich. Nun wird man aber nicht bei jeder Sicherheitslücke gleich umgebracht. Es ist vielmehr so, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher sehr viel, sehr spät, manchmal gar nicht mitbekommen, dass da was schiefläuft. Identitätsdiebstahl oder der Missbrauch von euren Geräten in Botnetzen für kriminelle Zwecke ist auch nicht lustig. Man müsste das tatsächlich mal irgendwie visualisieren können, zeigen können, frühzeitig zeigen können. Wenn ich da jetzt mal so ein internes Brainstorming mache, würde mir zum Beispiel folgender Film dazu als allererstes einfallen. The Ring. Da geht es um ein Video. Wenn man das anschaut, steigt wenig später, natürlich umrahmt von einer gruseligen Musik, eine Gruselgestalt mit Namen Samara. In echt, triefend nass, und kommt aus dem Fernseher auf euch zu und holt euch. Kopfkino an,
Und jetzt sitzt ihr vor dem Rechner und klickt auf eine verdächtige Mail. Und tatsächlich kommt plötzlich euch aus dem Monitor heraus diese Samara entgegengesprungen. Wow. Ja, und für andere Dinge, zum Beispiel, gebt ihr als nächstes als neues Passwort 12345 ein. Samara kommt. Ihr seid ohne Sicherheitsupdates im Internet unterwegs. Samara kommt. Aber was ist, wenn ihr da gar nichts dafür könnt? Wenn euer Gerät gar nicht mehr mit Updates versorgt wird? Richtig, da kommt Samara trotzdem. Und vielleicht gerade deswegen. Liebe Produktverantwortliche, wollt ihr wirklich für diesen Horror verantwortlich sein? Aber gut, war ja nur ein Brainstorming. Keine Angst. Wie wichtig IT-Sicherheit ist, lässt sich möglicherweise auch ganz gut an Jurassic Park zeigen. Ihr wisst schon, das mit den geklonten Dinos, die am Ende fast alle fressen. Ja, und wie kam es dazu? Ein IT-Sicherheitsproblem. Nur einer hat die IT-Steuerung von allen Türen und Toren so manipuliert und lahmgelegt, ja, dass die dann am Ende nicht mehr funktioniert haben. Und nur so konnten die Dinos auch mal von der anderen Seite des Zaunes kosten. So, und das sind jetzt die berühmten Slammer-Sekunden, die ein bisschen die Atmosphäre zerstören, das gebe ich ja zu. Ja. Ich wollte eigentlich von einer einfachen Maßnahme berichten, die nämlich tatsächlich dieses Thema hätte ausgerollt. Ja, wahrscheinlich ist es so einfach nicht, dieses Vier-Augen-Prinzip, aber genau das wäre es gewesen. Zugegeben, der Film Jurassic Park wäre dann deutlich langweiliger geworden. Aber mal ehrlich, in Bezug auf IT-Sicherheit stehe ich total auf Langeweile. Ich persönlich mag Horrorfilme, aber nur im Kino. Unverantwortliche IT ist ganz toll zur Unterhaltung, aber ganz schlecht in echt. Denn, liebe Verantwortliche, vielleicht trifft es ja auch mal euch selbst. Und dann, womöglich heißt es dann doch mal, Samara kommt, und zwar zu euch. Steffen, vielen, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann, aber gut, dass nachher noch eine Party hier ist. Also Samara kommt. Prima. Wir machen sofort weiter, um keine Zeit zu verlieren. Und als nächstes kommt Dirk Heckmann, Professor Dr. Dirk Heckmann auf die Bühne. Dirk Heckmann ist an der Technischen Universität München und forscht und lehrt dort zu den Themen Recht der Digitalisierung. Er ist nebenamtlicher Verfassungsrichter am Bayerischen Verfassungsgericht Hof und trägt manchmal Robe. Der bayerische Verbraucherschutzminister ernannte ihn zum Botschafter für Verbraucherbelange, aber er sagt selbst darüber leider ohne Diplomatenstatus. Also so viel hat er nicht davon. Schade. Als ehemaliger Musiker verfügt Dirk Heckmann über ganz schön viel Bühnenerfahrung, vor allem wenn es auch ein bisschen dunkler ist. Denn im Nachtleben wird auf Professor Heckmann DJ Trackmann, okay. Und sein Slam-Titel heißt heute Weder digital noch nachhaltig. Ist der Datenschutz an allem schuld? Mammutbaum, komm. Melanie, du bist bereit? Dirk, du bist bereit? Nein, ich brauche erstmal eine Folie. Wäre schon gut. So, jetzt haben wir das. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, hallo Leute. Schön hier zu sein bei Bits und Bäume. Ich bin der Dirk und ich bin Datenspender. Und da ist es mir natürlich ein großes Herzensanliegen, diese Forschungsfrage auch zu beantworten. Ist der Datenschutz an allem schuld? Die Frage ist natürlich, woran soll der Datenschutz schuld sein? Ja,
natürlich am digitalen Desaster. Wir haben in den letzten Jahren in der Pandemie ja gemerkt, dass nichts wirklich läuft, dass alles analog und nicht digital ist, sei es im Gesundheitswesen, sei es im Bildungswesen, sei es in der Verwaltung, alles auf Papier, alles umständlich gefaxt und wie auch immer, jedenfalls nicht so, wie wir das eigentlich bräuchten. Und da ist natürlich die Frage, wie kann das sein, dass wir nicht vorankommen mit der Digitalisierung? Ist es vielleicht doch der Datenschutz, der daran schuld ist? Und da hat sich jemand geäußert, der sich ja nun wirklich auskennt, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Und der hat auf Twitter einmal gefragt, wer hat Schuld an der mangelnden Digitalisierung im deutschen Gesundheitssektor? Und immerhin haben fast 18% gesagt, der Datenschutz. Aber als ich dann weitergelesen habe, dass fast die Hälfte meinte, das seien die Außerirdischen, hatte ich doch ein paar Zweifel an den wissenschaftlichen Standards dieser Twitter-Erhebung. Und dann dachte ich mir, na gut, das kann ich noch nicht ganz final zugrunde legen und habe weitergesucht, bin fündig geworden bei der Ikone, die in Deutschland steht für Digitalisierung. Er hat eine ähnliche Frisur wie ich. Ihr kennt ihn alle, Sascha Lobo. Und Sascha Lobo, er hat vor gerade 3 Wochen, hat er in Spiegel Online einen Artikel publiziert, vielleicht hat er ihn der eine oder andere auch gelesen, der Fortschritt und seine Feinde. Und wer sind wohl die Feinde des Fortschritts? Datenschutz als Verhinderungswaffe ist das Ganze überschrieben und man kann sich vorstellen, da ist der Sascha nicht sehr gnädig mit den Datenschützern, den Datenschutzaufsichtsbehörden umgegangen. Und da dauerte es auch nur wenige Tage, da gab es entsprechende Reaktionen auf Saschas Artikel. Zum Beispiel hier in einem Blog bei Dr. Datenschutz, der überschrieben war, Lobo und der Datenschutz schuld Fetisch. Sascha Lobo, ein Fetischist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es gibt mir Anlass, meine Forschungsfrage noch etwas zuzuspitzen. Verhindert der Datenschutz den digitalen Fortschritt? Oh, das kam jetzt sehr unvermittelt und sehr ausdrücklich. Aber ich habe noch Zeit, sehe ich gerade. Also ich glaube, wir müssen da noch mal so ein bisschen näher ins Thema reingehen und vielleicht gerade rechtswissenschaftlich sehr präzise auf unsere Ausgangsfrage eingehen. Und das kann natürlich nur lauten, es kommt darauf an. Ihr kennt natürlich die berühmte Juristen- und Juristinnen-Antwort, ist übrigens hier ganz hübsch gegendert, ohne Sternchen. Auf jeden Fall stellt sich die Frage, worauf kommt es denn jetzt an bei der Frage, ob Datenschutz schuld ist? Und das ist aus meiner Sicht die Entmystifizierung. Mal ganz ehrlich, der Datenschutz wird von vielen als ein Supergrundrecht begriffen. Steht über allem, hat die größte Macht und mal ganz ehrlich, die Datenschutzaufsichtsbehörden haben in der Datenschutzgrundverordnung ja auch enorme Instrumente. Bis zu 4% des Weltjahreskonzernumsatzes als Bußgeld auszusprechen, das ist schon ganz ordentlich. Aber ehrlich gesagt, schaut mal, was mit Datennutzung alles geschehen kann, das dient letzten Endes der Gewährleistung des Schutzes vieler Grundrechte. In der Pandemie Schutz von Leben und Gesundheit oder das Grundrecht auf Bildung oder unser gesellschaftlicher Zusammenhalt. So viele Grundrechte hängen davon ab, dass wir Daten nutzen. Und wir haben heute auf Spiegel Online gelesen, der 150.000. Tote zu beklagen in der Pandemie. Stellt sich schon die Frage, wie viele hätten nicht sterben müssen, hätten wir die richtigen Daten zur richtigen Zeit gehabt. Ja? Und deshalb meine ich, wir müssen hier einen Schritt weitergehen. Wir müssen abwägen. Wir müssen abwägen die verschiedenen Grundrechtspositionen. Ja, Datenschutz, Privatsphäre, super, gehört dazu. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch Grundrechte wie den Schutz von Leben und Gesundheit. Und in dieser Abwägung müssen wir dann eben natürlich auch einmal den Datenschutz hier und da ein bisschen zur Seite schieben, weil anderes wichtiger ist. Denn im Endeffekt geht es bei der Datenschutzgrundverordnung darum, den Missbrauch zu bekämpfen. Davon gibt es natürlich auch das ein oder andere, aber die redlichen Geschäftsmodelle, das wichtige Gute, das mit den Daten geschehen kann, das muss natürlich unterstützt werden. Und dann müssen wir hier und da einfach auch mal Restrisiken in Kauf nehmen. Das ist das Entscheidende. Und bei diesen Restrisiken, da haben wir eben so etwas wie im Grunde genommen, also meine Zeit ist aber hier anders, da haben wir bei den Restrisiken gesehen, dass die das Bimmeln ist natürlich schon impertinent.
dass bei den, was das bei den Restrisiken wir tatsächlich, ja, bei den, überspringen das mal. Meine Schlussthese lautet nicht der Datenschutz als solcher, sondern die zuweilen unausgewogene Datenschutzpraxis ist mit Schuld an Defiziten der Digitalisierung. Und weil wir hier bei Bits und Bäume sind, müssen wir natürlich auch irgendwo schauen, welches ist unsere Verantwortung für das ganze Thema. Ich nenne das digitale Empathie. Und das ist etwas, was wir alle haben, was wir alle dabei haben, nämlich das Herz und den Verstand. Und wenn wir das nutzen würden, beispielsweise auch Daten zu spenden für gute Zwecke, dann können wir auch sehr viel gemeinsam erreichen. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, ich bin hier erreichbar. Dankeschön. DJ Trackmann, Dirk Heckmann, vielen, vielen Dank. Melanie, ich glaube, ich muss schimpfen. Lass dir was einfallen, das kann so nicht noch einmal passieren. Vielen Dank, Dirk. Ja, irgendwie laufen die Zeiten unterschiedlich. Ja, absolut. Er hat mir so ein tolles Tool hier gegeben, aber ja. Die Zeit ist relativ, das wissen wir doch alle. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt machen wir sofort weiter und kommen zur nächsten Speakerin, zur nächsten Slammerin. Und zwar, wir kommen jetzt zum letzten Abendprogramm, und zwar von Maria Hinz. Maria Hinz ist Kommunikations- und Digitalexpertin und bereichert derzeit die Barmer mit ihrer Leidenschaft für nutzerzentrierte Kommunikation und Koordinierung komplexer Digitalisierungsthemen, zum Beispiel solcher Sätze. Ihre vielseitige CDA-Expertise aus der Mitarbeit in verschiedenen CDA-Gremien, zum Beispiel der CDA-Initiative des Bundesumweltministeriums, also des BUMUV, so rum, der AG Ethik des Vereins D21 und zum Beispiel auch beim CDA Lab drückt sich auch dadurch aus, dass sie mit Barmer bei dem Award, CDA Award, sogar zweimal nominiert wurde. Unter anderem für die DigiCouches, die Maria seit jetzt über 2 Jahren auch hinweg maßgeblich aufgebaut hat, und auch den CDA-Bericht hat sie selbst geschrieben und zusammengestellt mit viel Mühe. Und warum nimmt sich diese Mühe? Denn sie ist überzeugt darüber, dass alle Digitalthemen verstehen können. Wir müssen uns nur bemühen, sie einfach und klar zu formulieren. Passend dazu geht Maria heute um das Thema Digitalkompetenz, und wir sind froh, dass du heute beim Slam dabei bist mit dem Titel Digitalkompetenz. Lass uns das Licht anmachen. Mammutbaum, komm! Hallo zusammen. Egal ob in der Landwirtschaft, auf dem Bau oder auch in der Krankenkasse, wie bei der Barmer, überall wird digitalisiert. Im Privaten können wir uns aussuchen, ob wir digitale Services nutzen wollen oder nicht. Im beruflichen Alltag sieht das schon anders aus. Da müssen wir flink die Software bedienen können, die wir jeden Tag nutzen. Und da kommen wir zu dem Problem. Wir müssen digital kompetent sein. Wie wird man das aber? Kann ich einfach ein Buch lesen und zack, bin ich digital fit? Dieser Frage würde ich heute gerne die 5 oder noch 4,5 Minuten widmen. Ein Dank geht hier an einen Kollegen aus dem E-Health-Bereich, den Daniel Krüger, der mich dazu inspiriert hat, das heute so zu tun, wie ich es tun werde. Ein älterer Herr, mit dem er zum Thema Digitalkompetenz zusammengearbeitet hat, beschrieb elektronische Produkte oder digitale Services als dunklen Raum. Ein dunkler Raum, den man beleuchten muss. Ich fand, das passt ziemlich gut. Und würde gerne heute mal unterschiedliche Räume von unterschiedlichen Menschen brainstormen, wenn wir schon dabei sind. Wer von euch würde sich als technikbegeistert beschreiben? Ja, Bits und Bäume, dachte ich mir, einige. Eure Räume sind wahrscheinlich schon wunderbar bunt erleuchtet. Oben dreht sich die Disco-Kugel, eure Lieblingsmusik läuft. Und natürlich steht am Eingang eine künstliche Intelligenz und reicht euch einen Welcome-Drink. Läuft. Wer von euch hat kleine Kinder oder mindestens Kinder? Auch einige. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, selbst wenn man vorher technikbegeistert war, die Lichter gehen nach und nach wieder aus. Da kommen andere bunte hinzu. In der einen Ecke des Raumes, da winkt die Paw Patrol, und in der anderen, da tanzt Petronella Apfelmus. Aber ansonsten hat man das Gefühl, diese digitale Welt da draußen, die zieht an einem vorbei. Da braucht es eigentlich nicht mehr Licht, sondern vielleicht einen Drive-In in diesem Raum, wo ich genau zur richtigen Zeit das richtige Wissen snackable, also kurz und knapp, serviert bekomme, während die Kleinen schlafen.
Kommen wir aber vielleicht zu dem Raum, der am schwierigsten ist. Wie sieht's aus mit Menschen, denen es wirklich schwerfällt, mit digitalen Services umzugehen? Stellen wir uns mal in deren Fußstapfen, in deren Schuhe. Unser Raum wäre erstmal dunkel. Da gibt es vielleicht schon das eine Licht oder das andere, weil man ja schon mal aus den Medien irgendwas übers Internet gehört hat. Vielleicht auch schon mal Freundinnen oder Freunde oder Verwandte einem so ein bisschen was erzählt haben. Aber tatsächlich möchte man diesen Raum Schritt für Schritt erhellen und das Licht anmachen. Im besten Fall steht da jemand an der Tür oder begleitet einen durch diesen Raum und unterstützt einen dabei. Man darf aber auch nicht sofort das Licht anmachen, denn dann schrecken wir zurück, schließen die Augen und wenden uns von dem Raum ab. Zu viele Informationen auf einmal sind also auch nicht gut. Es ist wirklich kompliziert. In der Barmer haben wir eine interne Kundenreise mit Mitarbeitenden gemacht, die aber auch zeigt, dass diese Räume unterschiedlich, zwar unterschiedlich sind, aber auch Gemeinsamkeiten haben. Wir alle erforschen diese Räume gerne in unserem eigenen Tempo. Ob schnell oder langsam, sei mal dahingestellt. Und wir wollen alle in diesen Räumen auch sinnvolle Dinge finden. Ja, wenn ich den Raum einmal entdeckt habe und ich finde da nichts Sinnvolles, dann gehe ich da nie wieder rein. Und natürlich müssen die Räume sicher sein und ich muss selber entscheiden können, wen ich mit in den Raum nehme. Denn ansonsten würde ich auch wiederum diese Räume nicht nutzen und da reingehen. In der Barmer ist Digitalkompetenz mittlerweile ein Fokusziel. 600 Digi-Coaches begleiten unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag in die Räume hinein. Und wir haben eine Online-Plattform geschaffen, die es den Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, digitale Themen zu lernen, wann immer sie es wollen. Und wir sehen also, dass Einzelpersonen und Unternehmen wirklich was tun können, um Menschen darin zu unterstützen, digital kompetent zu werden. Lasst uns gemeinsam neue Räume erkunden, mutig, aber trotzdem besonnen. Lasst uns andere bei der Hand nehmen und sie durch die Räume begleiten. Lasst uns aber auch Musterhäuser bauen und mit den Menschen gemeinsam gestalten, was wirklich das Leben besser macht und wo man wirklich digitalisieren sollte. Und zu guter Letzt, lasst uns auch die Vorgärten und die Flure hell erleuchten und schön gestalten für diejenigen, die es nicht die Treppe hochschaffen. Denn dann können wir tatsächlich alle sagen, und zwar mit Begeisterung, mach doch mal das Licht an. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bleib hier einfach stehen. Dirk, Steffen, kommt auch noch mal mit nach vorne. Vielen, vielen Dank für diese drei fantastischen Slams. Und wie schon angekündigt, jetzt seid ihr dran, liebes Publikum. Melanie, auch du bist jetzt noch mal gefragt, 2 Minuten Zeit zu nehmen. Oh. Ja, du darfst zwischendurch aber auch selbst abstimmen, genau. Denn ihr dürft jetzt unter pingo.coactum.de mit dieser Zugangsnummer 424364 abstimmen, wer von diesen drei Personen diesen wunderschönen Holzpokal mit nach Hause nehmen darf und sich zweiter CDR-Slammer, Slammerin nennen darf, also Sieger des CDR-Slams. In der Zwischenzeit, wo das Publikum kräftig abstimmt und überlegt, wer denn wirklich dieses Highlight hat. Maria, du hast gerade das Mikro in der Hand, das trifft sich gerade ganz gut. Sag mal, war das wirklich dein erster Slam heute? Ja, tatsächlich. Hat mir aber viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ich war auch ein bisschen aufgeregt vorher. Warst aufgeregt? Okay. Dirk, du hast, glaube ich, gesagt, dass du sogar auf dieses komische Bierfest, was euch da im Süden Deutschlands habt, sogar darauf verzichtet hast, damit du heute mitmachen kannst. Das ja, ist richtig. Absolut. Ja, also Oktoberfest niemals, wenn man dann nach Berlin kommen kann und man darf nicht wegen Corona, wäre ja scheiße. Ah ja, okay. Also absolut safe, zu Hause eingesperrt bis zu Bits und Bäume. Und dann dort Bier getrunken. Wir haben ja jetzt noch Zeit für Party. Okay. Steffen, was meinst du? Du bist ja eigentlich der amtierende Sieger momentan. Laufen gerade die letzten Sekunden, wo du dich nennen kannst, oder hast du gute Chancen? Was meinst du? Also wir haben, glaube ich, 3 hervorragende Slams gehört. Der Countdown läuft und das Rennen ist völlig offen. So sehe ich das auch. Und ihr habt noch knapp 1 Minute. Melanie hat so hingewunken, dass wir noch 1 Minute etwa haben. Die nutze ich einmal ganz, ganz kurz, um noch 1, 2 Dankesworte zu nennen an Christina Niklas, die heute leider nicht dabei sein kann, von Bayern Innovativ, die auch das ganze Format hier mit
organisiert und vorbereitet hat, genauso Dominik Golder von Bayern Innovativ, der auch die erste Grundidee beim letztjährigen CDI Award dafür hatte. Auch Hans Zweder, der uns bei der Vorbereitung des Slams unterstützt hat, ein wunderbarer Pitch-Trainer. Und wir wünschen natürlich ganz, ganz liebe Grüße an Mina und Jakob, die leider kurzfristig ausfallen mussten, eigentlich auch einen wahrscheinlich sehr fantastischen Slam vorbereitet haben. Und ich muss euch mal sagen, ich will was sagen, also vielen Dank an den, der noch überhaupt heute nicht bedacht wurde, nämlich an Bartosz, unseren fantastischen Organisator, Moderator, der uns wochenlang betreut hat, wirklich. Und da ist ein super Applaus, aber die allerhöchste Stufe fällig. Vielen, vielen Dank. So, ich glaube, die Zeit ist um. Das heißt, jetzt noch einmal Trommelwirbel. Ja, kommt jetzt hier. Einmal Füße klopfen auf den Tisch. Ja, komm. Los, weiter. Das ist immer so schrecklich mit diesem Balken. Oh mein Gott. Ja, gar nichts passiert. Achso, ist es, glaube ich, noch nicht beendet. Teilnehmer 0? Weiter. Oh. Ha. Also mindestens einer müsste abstimmen. Ha. Ja. Ihr konntet abstimmen. Es gab Personen, die abstimmen konnten. Ja, okay. Nee, ich mache mal einmal ganz kurz das Screen hier aus und gucke das hier mal an, Konto, wie das hier aussieht. Das ist natürlich sehr schön. Live. Das klappt schon. Ja. In der Zwischenzeit überreicht Felix schon mal Melanie ein kleines Präsent dafür, dass sie die Zeit so gut genommen hat. In der Zwischenzeit, ich bin Johanna von Witz und Bäume und wir haben ein richtig cooles Abendprogramm für euch vorbereitet. Ja, danke schön. So, wir schneiden das dazwischen natürlich raus. Ne? Das ist ja gar kein Problem, kurz Cut und dann haben wir das einfach wieder wunderbar zusammengeschnitten. Natürlich nicht, ist klar, das war nur ein Witz. Jetzt könnt ihr nochmal einmal wirklich Applaus machen, also Trommelwirbel, denn ich schalte jetzt frei. Siegerin ist Maria Hinz. Yeah. Maria, herzlichen Glückwunsch. Du bist dann jetzt die zweite CDA-Slam-Siegerin, die es überhaupt gibt. Du bekommst diesen tollen Wanderpokal. Vielen, vielen Dank für diesen fantastischen Slam. Und die beiden anderen gehen natürlich nicht mit leeren Hemden. Auch ihr bekommt ein kleines Dankeschön und viel Glück beim Üben beim nächsten Mal. Maria, haben wir noch einmal ein Mikro für dich? Sag mal, also, wen möchtest du danken? So Oscar-reifmäßig, wen möchtest du danken? Nee, war eigentlich. Hallo. Nein, leuchtet da aus. Ne? Geht nicht? Doch jetzt. Tatsächlich finde ich es einfach total schön, dass ich mich zum einen mit dem Thema CDR beruflich auseinandersetzen darf und vor allem auch, dass ich das ganze Thema Digitalkompetenz mit unserem Team in der BAMAI in der Innovationsabteilung voranbringen darf und mit ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, denn wir merken wirklich, das ist ein Thema, nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern auch darüber hinaus. Und ohne Digitalkompetenz können wir vor allem auch im Gesundheitswesen überhaupt gar keine digitalen Services an Mann und Frau bringen, weil sie dann niemandem nützen, wenn man sie nicht nutzen kann. Und man kann mit digitalen Services gesünder werden. Das ist ja genau das Ziel bei uns. Und dafür braucht es Digitalkompetenz und mich freut es einfach total, dass wir da drauf gehen dürfen und dass wir da unterstützen können und Dinge aus dem Boden stampfen können, um Menschen zu helfen. Genau, dafür bin ich tatsächlich dankbar. Super, vielen Dank, Maria. Christian, Susanna, ich fand euch super. Liebe Slammerin, ich fand euch super. Liebes Publikum, ich fand euch super. Ich fand mich auch nicht schlecht. Und
Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dieser Session. Vielen Dank, dass ihr auch kräftig gewotet habt. Und ja, das ist einfach nur eine abschließende Einladung an euch, auch mit dieser CDI-Community in Kontakt zu treten, uns dabei halt helfen, diverser, vielfältiger zu werden, damit wir nicht alleine mit den Unternehmen und den Akteuren digitale Verantwortung oder Unternehmensverantwortung gestalten, sondern euch dabei auch integrieren können und so noch viel mehr Perspektiven dafür bekommen. Denn, wie sagte, glaube ich, auch mein Lieblingsphilosoph hier aus Berlin, ja, der kommt aus Berlin, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so breit. Habt einen schönen Abend, viel Spaß noch bei der nächsten Party.